Gut, ich loop gleich mal diesen Bereich hier. Den könnte man doppelt so lang machen. Bereich. Bereich kopieren. Bereich einfügen. Eine kleine Veränderung in der Melodie brauchen wir hier. So. Damit sich das kontinuierlich steigert. Kommt dieser Steigerungseffekt hier schön langsam hinzu. Genau. Das war die letzte Notiz, die ich hier habe, dass dieser Noise, der hier schön langsam runterkommt, noch nicht wirklich perfekt ist. Das heißt, der bleibt irgendwie so ein bisschen. Also die Filterautomation hört man nicht, weil der Sound einfach keine tieferen Frequenzen hat. Das heißt, ich muss das noch ein bisschen feintunen sozusagen, damit das stetig bergab geht mit der Frequenz. Ich guck mir den mal solo an. Man muss auch dazu sagen, das ist auch der Chorus, der hier ziemlich stark wirkt. Den reduziere ich jetzt auch nochmal. Robert Babitsch ist im Chat. Nein. Robert Babitsch ist da, jetzt darf ich keinen Blödsinn erzählen. Das ist wirklich. Das denke ich, wenn ich die ganze Zeit nerven muss, ich hab für alles, ich bin ja geil. Und
die Hälfte der Leute wussten nicht, dass es ist. Und dann haben sie sich alle Videos angeschaut von der Oberkarte-Schütze. Und dann haben sie eben die letzten Raid-Videos von 92 herausgefunden, wo er eben die Insta-Elbe-Erfahrt macht und sich an der Boden schütten. Der Robert Babic kann den Jack ja dann gleich mastern, rein theoretisch. Ja, der ist ein sehr guter Mastering-Ingenieur. Ja, aber ich glaube nicht, dass der im Chat ist. Frag ihn doch gleich mal. Hallo Robert Babic, bist du im Chat? Na, ist er nun da oder nicht? Ja, keine Ahnung. Das, ist er das nicht, oder? Stimmt, irgendwer muss den Track ja mastern. Also ich mastere meine Tracks ja nicht selber, weil ich ja meine eigenen Fehler nicht beurteilen kann. Und vielleicht findet sich irgendjemand, der dann kostenlos mastert dann. Ja, also Robert Babic. Wenn der Track kostenlos sein soll, dann muss das Mastering ja auch kostenlos sein. Sonst würde das ja das Label zahlen. Ja, Rob, alte Haudigen, falls du wirklich im Chat bist und Lust hast, ne, noch ein bisschen zusätzliche Arbeit zu Hause, noch einen Track mastern hier, ne, meld dich. Gast 12 wurde auch mastern. Jetzt Gast 12 ist wahrscheinlich, Ansonsten würde ich sagen, lassen wir das Format den Aira mastern, falls er einverstanden ist. Ja. Der wird wahrscheinlich gerade nicht zuhören, aber man kann ja nie wissen. Ich hätte sowieso nochmal vor, wahrscheinlich dann nicht mit Martin Aira, aber mit dem anderen, so eine Mastering-Sendung zu machen halt. Ne? Und dann war wir aus dem Musikstudio, weil da kommt es ja sehr darauf an, dass man im eigenen Studio ist und diesen ganzen Sound halt, ne? Genau. Okay, jetzt bin ich einigermaßen zufrieden mit dem Sound. Hören wir uns das nochmal im Gesamten an. Master that Watergate. Master that Watergate. Ist hier ein positiver Nebeneffekt aufgetreten. Ich habe hier ein Delay auf diesem Synthesizer drauf, das sich eben steigert. Dann geht der Effekt wieder, genauer gesagt, das Feedback wird wieder weniger. Und dann kurz vor Ende wird es hier nochmal mehr und ergibt einen neuen Loop.
den man ja eigentlich exportieren könnte als Audio und dann nochmal importieren könnte und dann